Der FCL in Marbella wird präsentiert von Siebentopfkellerei AG in Stams, Liestal und Basel. Ihr blau-weißer Weinfachhändler seit 140 Jahren. Für Familienweingüter mit Spitzenwein. Markus Babbelmann ist angekommen in Marbella. Wie lauten die Zielsetzungen? Wie sind die ersten Eindrücke? Die Eindrücke sind gut und jetzt gilt es eben dran, gut zu arbeiten. Die erste Woche verlief schon sehr gut. Die Jungs haben hervorragend mitgezogen, haben den Urlaub auch genutzt, A, zum Regenerieren, aber eben sich schon auch wieder vorzubereiten auf die, ja, auf die sehr, sehr wichtige Rückrunde. Und da wollen wir natürlich hier auch wieder einen Step vorwärts kommen und dafür haben wir natürlich sehr gute Bedingungen. Das heißt, man arbeitet eher ein bisschen im technischen Bereich, weil die Plätze hier besser sind als momentan in der Schweiz? Beides, sowohl als auch. Also klar, dass wir im technisch-taktischen Bereich arbeiten werden, aber darüber hinaus müssen wir natürlich auch im physischen Bereich jetzt weiter dranbleiben. Wir haben jetzt eine sehr gute Basis in der Schweiz legen können, in Luzern. Und jetzt eben aufgrund der Witterung kann man natürlich die ein oder andere Sache jetzt noch mehr forcieren, weil man dann auch eben mal stehen kann, ohne dass man Erfrierungen bekommt. Und ja, das ist natürlich optimal. Dann eben mit den Spielen eben auch, wo ich jetzt persönlich nicht so viel Rücksicht nehmen werde, weil die Jungs eben physisch beansprucht werden müssen. Und dann gilt es eben auch mal, die Mentalität zu zeigen, gerade wenn man dann etwas müde ist. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen und jetzt versuchen wir eben ab morgen, heute war ja nur ein lockerer Aufgabe, ab morgen dann wieder so zu arbeiten, damit wir dann wieder einen Step vorwärts kommen. Siebentopfkellerei AG in Stans, Liestal und Basel präsentiert Ihnen den Weintipp vom Tag.